hinter mir wird gleich der Held meiner Jugend, das Idol meiner Kindheit erscheinen. Nicht irgendwie Winnetou oder Robin Hood ist gemeint, sondern jemand, der anstatt einer linken Faust einen Dampfhammer hat. Jemand, der Sätze gesagt hat wie "Macht Platz, hier kommt der Landvogt" oder "Ich tanze für das grönländische Ballett den Rasputin vor, gnädige Frau". Also ich glaube, allen über 30 dürfte jetzt klar sein, wer gemeint ist. Wir gehen jetzt mal rein. Der große, brummige Haut-Draufklopper zahlreicher Prügelkomödien hat seine Biografie vorgelegt und die unterschreibt er heute im Hugendubel in München. Klar, dass sich das wahre Bud Spencer-Fans nicht entgehen lassen. Was fasziniert die Liebhaber einer gepflegten Bambule an dem Haut-Drauf-Star? Der Mann an sich, der Mann ist einfach eine Kultfigur, seine Filme, auch sein Leben, wenn man die Biografie gelesen hat, ist sehr, sehr interessant. Hey, du kannst gucken in jeden sämtlichen Lebenslagen, wenn du den siehst, aber der macht einfach glücklich. Ich kann die Filme 20 Mal angucken, muss immer noch lachen, ja, das ist einfach Wahnsinn, ja. Also natürlich nach der Frühschicht sogar, in den Zug hierher, nur zur Autogrammstunde. Und wir hoffen, dass es jetzt dann vorwärts geht. Was erwartest du von der Autogrammstunde? Einen Blick auf Bud Spencer. Und dann bin ich schon glücklich und zufrieden. Und mehr als ein Foto von ihm, wohlgemerkt nicht etwa mit ihm, gab es auch nicht. Schnell eine Unterschrift und weiter bitte. Weiter geht's. Und so macht man auch jeden Traum kaputt. Fließband unterzeichnen von Bud Spencer. Es ist eigentlich kein Spaß mehr. Man hat eher Angst, dass der gute alte Bud Spencer oder Carlo Pedersoli hier noch einem Herzinfarkt erliegt. Alles andere wird durchgeschleust, ist einfach nur noch Kommerz. Für jeden Fan ist es eigentlich eine Schande, dass es so ablaufen muss. Aber so ist halt nun mal das Geschäft. Und das ist hart. Klar, jeder sollte eine Unterschrift bekommen und nicht umsonst angestanden haben. Apropos anstehen. 19:30 vorm Hugendubel ist noch die Hölle los. Drin ist noch alles voll. Anstehen, um vielleicht 2 Sekunden sein Idol sehen zu können, um eine kurze Unterschrift zu bekommen auf das Buch, das man sich davor kaufen musste. Für wahre Fans ist es wirklich hart. Ich glaube, ich gehe heim und schaue mir die DVDs an.